Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Patrick Groß. Ich hatte gestern sogar mein Erstgespräch mit der Maike Thompson gehabt bei euch. Ja, ich habe jetzt einfach gedacht, ich bewerbe mich mal. Ich habe eigentlich gar keine Expertise in dem Bereich, aber ich fand es sehr spannend, was die Maike vorgestellt hat. Und ja, mir ist es finanziell halt gerade nicht möglich, die Ausbildung bei euch zu absolvieren, also in der nächsten Zeit. Sie hat gesagt, sie meldet sich nochmal in 3 Monaten spätestens. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie noch gemanagt kriege, aber trotzdem habt ihr mir ja dieses Jobangebot zugeschickt und deswegen, ja, habe ich überlegt, mich einfach mal bei euch zu bewerben. Denn ich habe schon Bock, irgendwie remote zu arbeiten. Ich habe Lust, was anderes zu machen. Nur, ja, ich habe da natürlich so ein paar kleine Mindset-Themen. Und zwar geht es erstmal darum, sage ich jetzt mal, Stundenzahl sind ja 25 Stunden pro Woche. Ich gehe derzeit 40 Stunden arbeiten. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich das hinbekommen würde. Ich könnte aber meine Stunden kürzen und ja, vielleicht das bei euch angeht. Ich weiß nicht, ob das ja, ich schaffen werde. Aber ich habe richtig Lust und vielleicht bringt das jetzt auch hier gerade gar nichts, was ich mache. Aber ja, ich kann jetzt nichts anderes tun, außer authentisch das zu sagen, was ist. Ich bin 40 Stunden tätig zurzeit als Elektroniker für Betriebstechnik, aber ich würde halt gerne da irgendwie ausbrechen und ja, hätte halt Lust, was anderes zu machen und ja, bin da auch echt motiviert. Ich bin 4-mal die Woche im Krafttraining tätig, mache das schon 10 Jahre lang, also ich bin da sehr diszipliniert unterwegs, was das angeht. Auf jeden Fall, das ist mir auch sehr wichtig, das ist auch sehr wichtig für überhaupt mein ja, Wohlbefinden und mein, habe ich mal Kopf auf jeden Fall. Ich habe einige Schulungen hinter mir im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe 3 Coachings gemacht. 2 Stück A3 Monate, 1 A6 Monate endet jetzt diesen Monat. Ja, habe da einiges zum Thema Frauen kennenlernen, ansprechen auch gehabt. Innere Kindarbeit, also Themen. Und ja, bin da sehr stark in der Reflexion in vielen Sachen. Denke aber, dass ich immer noch einiges dazulernen kann. Das erstmal so zu meiner Person. Und ja, mich stören halt so starre Strukturen. Ich habe halt Lust irgendwie auf was Flexibles, was mir auch Spaß macht. Und deswegen bewerbe ich mich hier für diese Stelle bei euch. Und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, ja, was dabei rumkommt. Ja, da steht Thema Standort Hamburg halt, ne? Das wäre halt für mich eher problematisch. Müsste ich dann nach Hamburg zwischendurch fahren und einfach dann da von da aus arbeiten. Ja, sage ich jetzt mal, wenn ich sowieso remote arbeiten kann, je nachdem, wie oft das die Woche wäre, hätte ich da sogar gar kein Problem mit. Und klar, natürlich hätte ich auch Bock, sowas Vollzeit zu machen und komplett aus dem raus, was ich zurzeit mache. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Ziel, was ich gerne machen würde. Und was ich halt geil finde, ist, ich habe Bock auf Leute, die Lust haben, was zu ändern, was Neues zu machen. Das ist so das, wo ich drauf Lust habe. Das ist sowas, da bin ich on fire auf jeden Fall. Und ja, ich habe Lust auf Leute, die mich weiterbringen und die auch Bock haben, mich ja, kennenzulernen. Ich will die anderen Leute kennenlernen. Ich will von den Leuten lernen. Vielleicht können Leute von mir lernen. Ja, einfach so, dass man immer im stetigen Wachstum und Austausch ist. So, das ist, glaube ich, was, ja, was für mich wichtig ist. Ich merke, ich brauche etwas, wo ich mich stetig weiterentwickeln kann. So, das erstmal zu meiner Person. Das Video ist länger geworden, als ich wollte. Ich, ja, freue mich auf eure Antwort.